Sie ist zurück. Gut gelaunt und sichtlich erschlankt absolvierte Herzogin Kate gestern ihren ersten Soloauftritt nach der Geburt von Baby Charlotte vor 4 Monaten. Die 33-Jährige besucht das Anna Freud Center in London, eine Einrichtung für Kinder mit psychischen Erkrankungen. Sie spielt mit den Kleinen, redet viel mit ihnen und schenkt ihnen ihre ganze Aufmerksamkeit. Man sieht, wie die Jungen und Mädchen das schätzen, so wie sie die Zweifachmama anstrahlen. Bestimmt ein unvergesslicher Besuch für alle, der allerdings ein wenig später anfängt als geplant. Kate kommt nämlich 1 Stunde zu spät. Natürlich wird die Ehefrau von Prinz William trotzdem herzlich empfangen. Für Kate vielleicht etwas zu herzlich? Sie streckt dem Vorsitzenden des Centers Michael Samuels die Hand entgegen, bekommt aber gleich 2 Küsschen von ihm auf die Wange gedrückt. Eigentlich sieht das royale Protokoll nicht so gern, auch wenn der Herr kein Unbekannter ist. Denn er ist der Ehemann von Julia Samuel, der Patentante von Prinz George.